Guten Morgen zusammen. Zurück im Harmoniemodus. Wir verlassen gerade Bad Esteja und auf unserem Weg nach Sansol. Bisschen länger heute, 28 Kilometer. Wollte eigentlich in Los Arcos bleiben, aber wie schon die Jahre zuvor, ist quasi unmöglich, kurzfristig eine Übernachtung zu bekommen. Und ja, geht's halt nach Sansol. Renata, ja, die hat heute nicht so einen guten Tag. Guten Tag. Sie hat ein paar Blasen an den Füßen, aber sie ist stark und sie ist fokussiert. Insofern, bis später. Der legendäre Weinbrunnen der Bodegas Irache. Ziemlich geschäftig hier. Ich frage mich warum. Oh, ist umsonst. Regnet ziemlich heftig heute, aber trotz allem wunderschön. Und vor ein oder zwei Stunden hatten wir eine nette Camino-Erfahrung. Ja, muss wechseln. Na, an der Bodega Irache, der Weinfontäne, da geht das dann irgendwann bergauf an der Autobahn lang. Und wir waren schon ein gutes Stück unterwegs, kam einer hinter uns hergerannt und sagte, nee, geht da nicht. Da unten links, das ist der richtige Camino. Und wir sagen, ja, aber da, das ist scheiße. Geh da unten, ist viel schöner als im Wald. Und wir sind durch den schönsten Wald überhaupt gelaufen. Kein einziger Pilger. War der originale Camino, war auch ausgeschildert. Und ja, ich schätze mal, das ist der reguläre Camino mal gewesen. Aber wie auch immer, der kam extra hinter uns hergerannt, um zu sagen, dass wir einen schöneren Weg laufen können. Absolut klasse. So, jetzt muss ich das Teil wieder einpacken. Es fängt gerade wieder an zu regnen. Through all the storms, I'm by your side. Through days of warmth, I'm by your side. 1 Uhr. Wir sind gerade durch Los Arcos durch. Haben keine Pause gemacht. Eine kurze Empanada auf die Hand und ein Coffee to go. Muss mal wieder wechseln hier. Oh. Ich sag mal so, ohne Übertreibung. Ich bin jetzt 7 Tage dabei. Das ist der kälteste und nasseste Camino, den ich jemals erlebt habe. Heute hat das 6 Stunden bis jetzt durchgeregnet. Vielleicht mal 1 oder 2 Minuten, da habe ich mal schnell die Kamera geholt und Birol gemacht. Ansonsten durchgeregnet.
Und der Tag heute ist einfach nur fürchterlich. Kurzes Statement zu meinen Schuhen. Meindl Houston mit GTX. Wasserdicht. So heißt es. Aber wie alle wasserdichten Sachen sind die auch nur wasserdicht bis zu einem bestimmten Punkt. Und den habe ich heute offensichtlich erreicht. Seit ungefähr 3 Stunden laufe ich buchstäblich unter Wasser. Und ja, das Lustige an den wasserdichten Sachen, was immer es auch ist, ist ja, kommt kein Wasser raus. Ich erinnere mich, vor 2 oder 3 Wochen hat mir jemand in meine Kommentare geschrieben, oh, Hitzewelle in Spanien, schütz dich, Sonnenschutz. Wir Deutschen sind sowas nicht gewöhnt. Ich habe hier jeden Tag Temperaturen um 10 Grad. Und das ist auch schon warm. Normalerweise 8. Jeden Tag. Und in Kombination mit Regen. Jeden Tag. Muss ich nicht weiterreden, oder? Endlich in San Sol angekommen. Irgendwas um die 30 Kilometer. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin durch. Insofern, bleibt sauber, bleibt gesund. Bleibt so. Buen camino.